Tag der offenen Tür in Zwenkau. Am Samstag hatte die Leobus GmbH zum Leobusfest 2012 auf dem Betriebshof in die Pegauer Straße eingeladen. Die Leobus GmbH veranstaltete ein großes Familienfest und feierte damit das 20-jährige Bestehen des Unternehmens. Interessierte Bürger hatten die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen eines der größten Busbetriebe Mitteldeutschlands zu werfen. Wir sehen ja heute an dem großen Zuspruch, dass die Firma Leobus Anerkennung erworben hat in unserer Region. Das hat sie durch die Dienstleistungen erbracht. Und wir sind stolz darauf, dass wir ein so großes Unternehmen mit einer so erfolgreichen Entwicklung hier in Zwenkau haben und wollen natürlich alles dafür tun, dass es auch weitergeht. Auf dem Festgelände gab es eine bunte Mischung aus Information, Unterhaltung sowie Spiel und Spaß. Um die Besucher noch mehr für das Unternehmen zu begeistern, hatte sich die Leobus GmbH ein besonderes Highlight ausgedacht. Wir haben einen neuen weißen Bus. Wir haben uns gefragt, was machen wir damit? Und wir haben uns entschieden, dass jeder, der heute hier ist, seine Hand dort auf dem Bus kleben kann und dort unterschreibt und damit quasi sich verewigt auf dem Bus. Und der Bus wird mit denen, die heute hier unterschrieben haben und ihre Hand draufgeklebt haben, ab morgen durch den Landkreis Leipzig fahren. Etliche Besucher nutzten die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken. Mit vielen Attraktionen war aber auch für Unterhaltung bei Groß und Klein gesorgt.